Das war früher noch so, dass der Vorhang geschlossen blieb, bevor die Bände anfing. Und unten waren da vielleicht 1200 oder 800 reingehen. Und irgendwann war bei uns alles kaputt gegangen. Und dann haben wir repariert. Früher hatte ja jeder halbwegs machbar, muss immer Lötkolben am Gürtel und Verstärker, zwei kleine, und zu spät gekommen. Und irgendwann fingen die an zu rebellieren. Und als wir endlich so weit waren, da habe ich gesagt, Rüssel raus jetzt, jetzt spielen wir nur Zeug, was die Leute so richtig anmacht. Und das habe ich im Nachhinein dann auch aufs Brot gekriegt, die verstanden Russen raus. Und der Gag war aber dann nach einer gewissen Zeit, und das war ja früher so, wenn sie wollten, dass man aufhörte, das ist das schön formuliert, wenn sie wollten, dass man aufhörte, haben sie Leute von der AMA geschickt oder irgendwie, die geprüft haben, ob man diese 40-60 Klausel einhält. Und es war ziemlich leicht zu durchschauen, dass das gar nicht ging. Und dann konnten sie einfach mal irgendwas an den Sack halten. Und dann kamen die wirklich hinter die Bühne und mit Polizeihunden. Alle Leute von wichtigen Leute von Gotha, die Stadtsicherheit, der Bürgermeister sogar und der von der Kulturabteilung Kultur, und die standen alle vor mir, die Hunde schnupperten da rum und bellten. Und da habe ich gesagt, einer hat noch gesagt, was war denn das jetzt von der Affenmusik? Und da habe ich gesagt, also sei nicht böse, für mich ist das dasselbe, was es schon mal gab. Das ist wie im Dritten Reich hier. Da haben die mich tatsächlich in Ruhe gelassen. Ich habe den Abend noch spielen können und dann bin ich losgelaufen und habe meine Entschuldigung geschrieben. Da war ich noch Lehrling, 16 Jahre alt, habe ich den einen Brief in den Kasten geworfen, Abteilung Kultur, bitte meine Äußerungen zu entschuldigen. Ich bin ganz sicher nicht in der Lage einschätzen zu können, wie der Faschismus damals wirklich war. Aber ich hatte das ja in Filmen gesehen, das war ja. Jeder wusste, dass diese Parallelitäten immer, das ist bei Diktaturen wahrscheinlich so. Die Uniformen waren ja auch sehr ähnlich. Aber ich will gar nicht schimpfen, ich liebe die DDR, seitdem ich hier bin. Ja, das hat aber nicht gut geklappt mit dem Verbot. In anderen Städten konntest du ja keinen Fall davon. Ja, doch, der Band wurde zitiert. Was im Nachhinein ist mir das so klar geworden, da hat ein Riesenheft damals geholt, der war so dick, das konnte gar nicht sein in der Zwischenzeit. Hier ist Ihre Akte, wir haben eigentlich vor, Sie in den Jugendknast zu stecken für Ihre Äußerungen, aber Sie haben sich ja entschuldigt, also machen wir das so, diese Band wird niemals in dieser Besetzung wieder spielen und Sie wollen wir nie wieder auf einer Bühne der DDR sehen. Ja. Ich verboten bin im Gotha-Bereich rumgereist bei Leuten, die mir noch gefallen haben, die halbwegs Musik gemacht haben. Ich habe gesagt, lass mich doch mal eines. Das ist, wenn du Musik machst, dann kannst du gar nicht mehr spielen. Das ist Wahnsinn. Habe ich die angebetet. Ich sagte, nee, weil die immer spielen, deswegen geht es nicht genauso gut. Ja, dann kam eine Band aus Erfurt und die wussten von denen nichts. Dann habe ich die gefragt, hey, ich mache auch Blues und die hatten so Jimi Hendrix-Zeug drauf. Kann ich mal mit euch spielen? Na klar, dann bin ich auf die Bühne und die Leute tobten, weil sie glaubten, jetzt, das ist Finish, but not the end, so wie man so schön sagt. Und da habe ich gespielt. Der Chef von der Band war total begeistert. Und da habe ich gesagt, komm doch mal nach Erfurt. Bin ich nach Erfurt gekommen, habe eine Probe mitgemacht, haben sie gesagt, komm, bleib da oder so. Und mit dieser Band habe ich den Titel hervorragendes Amateur-Tanzorchester erreicht. Kein Mensch hat mitgekriegt, was denn los ist. Ja, und ganz danach, das ging dann mit dieser Band weiter, die ist dann zuerst die drei, dann nur dann Blues und dann kam der Fotografenlehrling Angelika Weiz noch dazu, die mir vorgesungen hat und dann haben wir auch gesagt, bleib bei uns. Und dann habe ich auch den Rest noch erledigt, zu geheiratet. Jetzt weiß ich gar nicht, zeitlich gesehen, habe ich auch bei dir was gelesen über Freddie King und ja klar, Johnny Hooker.